In diesem Kleintransporter unterwegs in Quetta, der Hauptstadt der Provinz Belutschistan, starben die Mitarbeiter eines Polio-Impfteams. Getötet wurden sie wahrscheinlich, weil radikale Islamisten glauben, die Impfungen seien Teil einer Verschwörung des Westens, um Muslime unfruchtbar zu machen. Eine Kollegin der Ermordeten ist empört. Diese drei Frauen gehörten zu uns. Zwei von ihnen waren Schwestern. Eine wurde verletzt, ihr Ehemann ist tot. Die ermordeten Frauen hatten Kinder. Wenn die Regierung die Mütter dieser Kinder zurückbringt, nur dann werden wir die Impfungen fortsetzen. Das Innenministerium von Belutschistan setzte die Aktion vorübergehend aus. Der zuständige Minister betonte aber, dass die Impfungen in anderen Regionen fortgesetzt würden. Die Provinzbehörde hatte die Kampagne vor zwei Wochen gestartet. Mehr als 300.000 Kinder sollen gegen das Virus geimpft werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben sich in diesem Jahr weltweit 291 Menschen mit dem Virus angesteckt, fast alle davon in Pakistan. In den meisten Ländern der Welt ist Kinderlähmung dank der Schluckimpfungen ausgerottet.